Ja, ihr Lieben, huhu, jetzt kommt die Folge Nummer 3 und ihr seid quasi fast live dabei. Ich muss zugeben, ich tue mich gerade richtig. Computer veralbert mich. Huhu, schönen guten Abend. Jetzt geht's in die Runde 3 und ich muss zugeben, ich tue mich schon richtig schwer damit rauszusuchen, worüber wir heute mal schwatzen können. Es gibt so viele Themen und ich denke, Stück für Stück werden wir alle nacheinander bearbeiten und aufarbeiten. Heute habe ich einen geilen Tipp bekommen von einem Zeitungsartikel in der Süddeutschen Zeitung vom 7 und Lüge vom 24. März 2020 und der Titel heißt Zu schön, um wahr zu sein. Ja. Ich zeige euch als erstes mal das Video, was zu Beginn der Seite kommt. Und ja, ich weiß nicht, ob es Zufall ist, aber davor die Pflichtwerbung ist von Alkohol. Gönnt euch. Wir weisen schon seit einiger Zeit darauf hin, dass die ergriffenen Maßnahmen immer 10 bis 14 Tage brauchen, bis sie sich überhaupt tatsächlich in den Infektionszahlen niederschlagen können. Also die Neuinfektionen, die wir jetzt sehen, noch jeden Tag, die werden in aller Regel schon letzte Woche stattgefunden haben. Da ist immer ein Zeitverzug drin. Und deswegen wird eben auch die jetzt ergriffenen Maßnahmen sich erst in 1 bis 2 Wochen widerspiegeln, dann in der Dynamik des Ausbruchs entwickelt. Wir haben jetzt etwa 1.000 Patienten mit Corona, mit dem Coronavirus, mit Covid-19, das ist ja die Erkrankung, die aus dem Virus entsteht, in den Intensivstationen in Deutschland. Das ist eine Zahl, mit der das Gesundheitssystem noch umgehen kann. Wir können aber eben noch nicht abschließend sagen, wie die Dynamik und die Entwicklung in den nächsten Tagen sein wird. Und deswegen kann man Stand heute noch keine abschließende Perspektive, und ich finde, das sollte man auch nicht dafür geben, wo wir in 2 oder in 4 Wochen sind. Ja, aus dem Clip, was haben wir gelernt? Ich kann es euch nicht genau sagen. Ich kann euch nur sagen, dass die Werbung im Vorfeld, ich hoffe, ihr habt es gesehen, animiert, mal einen schönen Schluck zu trinken. Ich weiß nicht, ob man das unbedingt in direktem Zusammenhang mit so schlechten Umständen bringen muss oder ob es doch nur ganz zufällig passiert ist. Ja, und ich habe mir den Artikel jetzt schon bestimmt 3, 4 Mal durchgelesen. Das möchte ich jetzt einfach mal ein Stück mit euch gemeinsam machen. Denn ich bin sehr, sehr erstaunt. Scrollen wir erstmal ein bisschen runter. Also es ist von Christina Berndt. Ich weiß nichts von ihr. Ja, und wir schauen uns einfach mal hier direkt den allerersten Anstrich sozusagen an. In der Schlange an der Supermarktkasse hört man sie jetzt ebenso wie am Telefon mit Freunden und auch in Foren von Scientologen, Reichsbürgern und Impfgegnern. Die Meinung, es sei alles gar nicht so schlimm, die Covid-19-Pandemie nicht schwerwiegender als die übliche Grippewelle. Und wenn man nicht ständig Menschen mit dem leisesten Husten einen Test unterziehen würde, dann würde man gar nichts davon merken. Ja, ich sende euch den Link rein. Lest euch den Text am besten wirklich durch. Ich würde jetzt ein bisschen weitergehen wollen. Ich habe mich in den letzten Tagen intensiv mit den Theorien wie den von Dr. Wolfgang Wodak, steht nicht da, aber das ist ein Doktor, auseinandergesetzt, sagt der Bornkamm. Es ist zwar nicht so einfach, die Fehler in deren Gedankengebäude zu fassen und zu widerlegen, denn sie bauen ein konsistentes Bild auf, für die zum Teil richtigen Fakten verwendet, zum Teil aber auch völlig falsche. Mich interessieren die falschen Fakten. Bitte schreibt mir das mal in die Kommentare, was sind die falschen Fakten? Ich scrolle noch ein bisschen weiter. Noch ein Satz, den ich schön finde. Epidemiologen. Nochmal. Ioannidis. Könnt ihr das lesen? Ioannidis. Mit Doppel-N. Johann. Johannes. Ioannidis. Okay, ich versuche es nochmal.
Wodak verweist auf einen bekannten Fachmann, John Ioannidis, einen streitlustigen Epidemiologen von der Stanford Universität. Ja, ihr Lieben, warum ich jetzt diese Textzeilen sozusagen vorgetragen habe, ist, dass es mich sehr nachdenklich stimmt, mit welcher Rhetorik hier gearbeitet wird. Also zum einen, dass dieser Dr. Wolfgang Wodak auf so einer Plattform ohne Doktortitel genannt wird, sogar nur mit Nachnamen, dass dieser John Ioannidis mir gleich als streitlustig vorgeführt wird. Ich kenne ihn nicht und ich weiß auch nicht, inwiefern man das so, naja, ist auf jeden Fall auch schon eine Meinung, die mir da mitgegeben wird. Und es ist höchst interessant, dass in den allerersten Sätzen, quasi mit den allerersten Worten schon, die Worte fallen: Scientologen, Reichsbürger und Impfgegner. Also, ich will jetzt mal nicht von meiner persönlichen Meinung ausgehen, das können wir alles später noch diskutieren, aber ich würde doch behaupten, dass in der Allgemeinheit bekannt ist oder das Bild in unseren Köpfen besteht, dass Scientologen eine böse Sekte ist, dass Reichsbürger die bösen Nazis sind und Impfgegner, die, wie sagtest du, Liebling? Die Kindergefährder und die gefährden die Herdenimmunität. Ja, für mich klingt das alles nach Framing. Sollt ihr Framing noch nicht gehört haben, heute habe ich mir die Mühe gemacht, habe ein bisschen was zum Thema Framing rausgesucht. Primär spricht der Dr. Daniele Ganser, ein zeitgenössischer Historiker, den ich sehr interessant finde, der hat zum Thema Krieg und Terror sehr viele Ausarbeitungen gemacht und ja, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Die deutsche Kriegsindustrie, die Rüstungsindustrie weltweit, der industrielle militärische Medienkomplex schützt sich auch durch Begriffe Framing genannt. Wenn Sie durch Europa fahren und Vorträge halten, dann haben Ihre Vorträge immer auch einen Slot, unter dem Sie erklären. Framing ist ein Slot, unter dem Sie im Moment auch Ihr Buch erklären, wenn Sie sich auf den Kosovo zum Beispiel konzentrieren. Ja. Können Sie uns den Begriff Framing erklären, der etwas mit Rahmen zu tun hat, genau, mit Deutungshoheit? Ist das wichtig? Sehr. Das ist sehr wichtig, weil, also, was ist Framing? Frame ist ein englisches Wort und es bedeutet nichts weniger als Rahmen. Okay, das ist also ein Frame. Und Framing bedeutet, dass man einen gedanklichen Deutungsrahmen aufbaut und dass danach all Ihre Gedanken sich in diesem Rahmen bewegen, also hier drin. Sie gehen nicht raus. Ja? Die Gedanken bleiben im Frame. Sie gehen nicht darüber. Zum Beispiel beim Billard, das Spiel kennen ja alle, bleiben ja die Kugeln innerhalb von diesen vier Wänden. Und so wie sich die Kugeln auf dem Tisch bewegen, so bewegen sich beim Framing Ihre Gedanken innerhalb eines abgesteckten Raumes, ohne dass Sie sich dessen bewusst sind. Ja, im Moment beobachten Sie etwas ganz anderes, nämlich die Aktivierung des Terror-Frame. Sie hören viel mehr über Terror als über UNO. Und nur durch das Wort wird der Frame aktiviert. Also wenn ich Ihnen zum Beispiel jetzt sage, denken Sie bitte nicht an einen Elefanten, dann denken Sie an einen Elefanten. Kaum jemand hat hier an einen Zebra gedacht, vermutlich. Und das ist durch das Wort, wird ein Frame aktiviert. Und weil in den Zeitungen immer Terror steht und nie UNO, ja, denken alle, jeder Krieg ist Terrorbekämpfung und ob das vom Völkerrecht erlaubt ist oder nicht, fragt man sich gar nicht mehr. Das heißt, die Deutungsrahmen haben eine unglaubliche Kraft. Sie sollten das auf keinen Fall unterschätzen. Ja, viele. Also da sind wir am Forschen, aber was ich hier eigentlich erklären möchte, ist nicht, was da passiert ist, sondern wie das wirkt. Das sind die Menschen in New York. Und schauen Sie sich die Gesichter an. Okay? Sehen Sie das?
Das ist Schock. Sehen Sie das? Das ist alles Schock. Das heißt, ein Frame wird durch Schock verankert in Ihrem Gefühlssystem. Wir haben alle diesen Schock und darum erinnern sich die meisten, wo sie damals waren. Ich wollte erklären, das ist wichtig, ein Frame ist etwas ganz stark Wirksames. Und wenn Sie noch das Datum wissen, wo Sie waren, dann bedeutet, also wenn Sie noch wissen, der Ort, wo Sie waren an diesem Datum, dann bedeutet, dass es ganz tief eingelagert ist. Und das wird dann wiederum benutzt in der Kriegspsychologie. Das heißt, man aktiviert den Terrorframe und dann ist schon ein Unwohlsein bei jedem, der das hört. Okay? Das muss man doch untersuchen. Wenn man diesen Fragen nachgeht, ja, dann wird man von den Massenmedien als Verschwörungstheoretiker angegriffen, wie Konspirationsfanatiker die Wirklichkeit auf den Kopf stellen. Was das hier ist, ist Information Warfare. Okay? Man greift jeden an, der den Terrorframe hinterfragt. Okay? Sehen Sie das? Man setzt den Terrorframe und wenn jemand sagt, du, da, der Bush, irgendwie nicht ganz glaubwürdig, was der alles erzählt hat, dann heißt es, was, du glaubst Bush nicht? Du bist ein Verschwörungstheoretiker. Okay, es wird blindes Folgen verlangt. Bush soll man blind folgen wie einem Führer. Okay? Wenn wir Nietzsche, den doch wichtigen deutschen Philosophen, ernst nehmen, dann müssen wir hinhören, wenn er sagt, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Das ist eine fundamentale Weisheit der Erkenntnistheorie. Ja. Und wenn wir sagen, alles Sehen ist perspektivisches Sehen, dann gibt es ja eigentlich nur die Möglichkeit, dass man hin und wieder die Perspektive ändert. Das ist es. Mhm. Sonst wird man dogmatisch, man verhängt in einer Perspektive und wenn man die dann noch mit Gewalt verteidigt, dann ist es Fanatismus. Mhm. Frame bedeutet eigentlich Deutungsrahmen. Mhm. Ja, es ist den Leuten gar nicht bewusst, dass man sie in einem Deutungsrahmen hält und sie fühlen sich dann, solange sie es nicht selber reflektiert haben, dort drin auch irgendwie gefangen. Mhm. Da wird sozialer Druck auch erzeugt. Genau, man muss doch was machen gegen Terror. Ja. Ja. Es gibt also auch eine Frame-Industrie, die eben diese Meinungshoheit kreiert. Da gibt es Spin-Doktoren, da gibt es PR-Agenturen, die sehr erfolgreich arbeiten. Ich erinnere mich zum Beispiel damals bei Kuwait, hat man dieses Mädchen auftreten lassen, die diese Brutkastenlüge erfunden hat. Genau. Das war Hillary Knowlton, die schon oft aktiv waren. Ja. Die auch schon für die Tabakindustrie gearbeitet haben und die dafür sorgen, dass Handystrahlen nicht gefährlich sind. Atomenergie ist total super. Ja. Die lassen ihre Experten auftreten, das wird überall verbreitet. Ja. Und dann sagen das alle, aber das ist alles unterwandert. Also das ist schon gut gemacht, auch im kulturellen Bereich arbeitet man überall. Ja, Kongress der Kulturen in Paris, da waren viele drin, die wussten gar nicht, Sartre und Co., dass das von der CIA finanziert ist, um deren Sichtweise kennenzulernen. Das ist sehr, sehr geschickt gemacht, hat an diesem Tisch schon Herr Mausfeld sehr gut erklärt. Zu dem Thema Virus und Antithese. Ich habe so viele Antithesen mittlerweile gefunden, gerade aus den Reihen der Doktoren. Das werde ich auch in folgenden Folgen verarbeiten. Ist schon interessant, denen mal zuzuhören, wie die das Ganze betrachten. Denn ich bin nur ein Milchbär, ich habe keine Ahnung und ich schaue einfach, was ich so finden kann. Liebe Grüße. This is a test.